8. Februar 1587, kurz nach Mitternacht. Maria Stuart, Königin der Schotten, ist Gefangene der englischen Queen und schreibt einen Abschiedsbrief. Es ist der Abschied aus dem Leben. Auf sie wartet das Schafott. Verzweifelter Eilritt eines Boten. Gibt es nicht doch noch Rettung in letzter Minute? Aber das Urteil ist gesprochen. Maria Stuart hat ihren eigenen Mann betrogen und ermorden lassen. Und angeblich wollte sie auch die englische Königin töten. Der Henker fragt nicht, er erfüllt nur seinen Auftrag. Seitdem rätselt die Welt. Ein Fehlurteil? Ist das der Kopf einer ehebrecherischen Mörderin? Schuldig oder nicht schuldig? Jahre später beginnt unsere Suche nach Schuld oder Unschuld Maria Stuarts in London, Westminster Abbey. Hier werden die englischen Könige gekrönt. Hier liegen ihre Gebeine. In einem kleinen Seitentrakt auch das Grab der Königin Maria Stuart. Eine Mörderin aus Schottland unter all den englischen Königen. 19 Jahre lang hielt Englands Queen, die Schottin, ihre eigene Cousine, gefangen und ließ sie schließlich köpfen. Maria Stuart als große Frau und Heldin der Geschichte. So möchten viele sie heute gern sehen. Doch sie hatte Blut an den Händen, sagen ihre Gegner. An Egoismus war sie der englischen Königin, die ganz in der Nähe liegt, ebenbürtig. Zwei Rivalinnen bis in den Tod. Eine Geschichte von Leidenschaft, Intrigen und Mord. Der bis heute nicht wirklich aufgeklärte Fall der Maria Stuart beginnt im Dezember 1542. In Schottland tobt Krieg. Das ist damals Alltag. England will den schottischen Nachbarn mal wieder unter seine Vorherrschaft zwingen. Die Schotten wehren sich tapfer, aber in dieser Schlacht zahlen sie einen hohen Tribut. Ihr König, James V., ist schwer verwundet. Schlechte Nachrichten, die hier im schottischen Linlithgow-Palast eintreffen. Doch jede Aufregung schadet, die Königin liegt im Wochenbett. Der 8. Dezember ist ein kalter Tag. Durch Mauern und Türen des Palastes weht ein eisiger Wind. Es herrscht gespannte Erwartung. Das königliche Paar hofft verzweifelt auf einen Thronfolger. Zwei früher geborene Söhne waren jung verstorben. Für James und seine Frau ist dies die letzte Chance. Endlich hallt die Nachricht von der Geburt durch den Palast. Doch die Freude währt nur kurz. Ein Mädchen. König James ist entsetzt. 6 Tage später ist er tot. Und die Krone gehört dem Baby. Maria Stuart, Königin von Schottland. Kein guter Anfang. Der Kriegsgegner England schickt Glückwünsche und einen Heiratsantrag. Ein Vertrag wird geschlossen. Maria Stuart wird die Braut des englischen Kronprinzen Edward. Der ist 1 Jahr alt. Keine Liebe also, sondern raffinierte Politik. Durch die Heirat mit diesem Kind soll Schottland kampflos unter englische Vorherrschaft fallen. Doch die Königin-Mutter spielt nicht mit. Sie verschanzt sich mit Maria auf der Festung Stirling Castle. Damit die kleine Königin auf ihr Land blicken kann, wurde vor 400 Jahren für sie ein Loch in die Brüstungsmauern geschlagen. Maria wächst in einer Zeit des Umbruchs auf. Die Welt des Mittelalters ist ins Wanken geraten. Die katholische Kirche verliert an Macht. Der Protestantismus breitet sich aus. Aber im Gegensatz zum Nachbarn England bleibt Schottland katholisch. Bis auf einige Lords, die mit der anglikanischen Kirche Heinrichs VIII. Liebäugeln. Ein Konflikt mit Folgen. Noch ist Maria unschuldiges Kind und doch schon im Strudel der Weltpolitik.
Der Heiratsvertrag wird von den Schotten schlicht gebrochen. Der Hof in London reagiert empört auf den Affront. Der Vater des versetzten Bräutigams, König Heinrich VIII., ist persönlich gekränkt. Heinrich, der in seinem Leben insgesamt 6 Gattinnen verschlissen hat, ist es nicht gewohnt, dass sich Frauen ihm entziehen. Wenn es sein muss, nimmt er sie mit Gewalt. Es ist die gleiche Methode, mit der er sie auch wieder los wird. Heinrich mobilisiert seine Soldaten und zieht gen Schottland, um es mit Waffengewalt zu bekehren. Und um seinem Sohn die versprochene Ehefrau ins Haus zu holen. Es wird die brutalste Brautwerbung der Geschichte. Vor allem aber ein politisch-religiöser Kreuzzug nach dem ehernen Prinzip: Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein. Heinrich VIII. Stirbt. Doch der Krieg wird mit unerbittlicher Härte fortgeführt. Angsterfüllt lässt Marias Mutter die Koffer packen und flieht mit der 6-Jährigen bei Nacht und Nebel aus Schottland. Der Anfang einer langen Reise. Fluchtziel ist Frankreich, die Heimat der Mutter. Doch für die Franzosen spielen nicht nur familiäre Bande eine Rolle, auch machtpolitisches Kalkül. Frankreich und Spanien sind Gegner des englischen Imperiums. Da ist jeder Verbündete recht. So einfach ist es. Am französischen Hofe wartet auf Maria ein neuer Verlobter. Wieder ein Kind, ein Jahr jünger als die Braut. Es ist der 5-jährige Thronfolger, der Dauphin Franz. Maria Stuart fühlt sich wohl im Exil. Sie mag die französische Lebensart, wächst zu einer attraktiven jungen Dame heran. Schon früh lernt sie, mit den Männern zu spielen. Frankreich wird ihr Leben, Französisch ihre Sprache. Dann macht sie einen Fehler, der ihr den Tod bringen wird. Maria Stuart beansprucht den englischen Thron. Maria hat nämlich dieselben Vorfahren wie Königin Elisabeth I. Viele sagen, Elisabeth sei ein Bastard und säße zu Unrecht auf dem Thron, weil ihr Vater Heinrich VIII. Sich scheiden ließ und sie aus der 2. Ehe stammt, die der Papst für nichtig erklärt hatte. Heinrich gründete daraufhin einfach seine eigene Kirche, die anglikanische Staatskirche. Als er stirbt, ist Elisabeth die einzige Erbin. Nun bedrängen die Katholiken Maria Stuart, Elisabeth, ihre eigene Großcousine, vom Thron zu stoßen. Provokativ fügt sie das englische Hoheitszeichen in ihr Wappen ein. Grundstein für eine tödliche Rivalität. Tödliche Rivalität auch zwischen den Glaubenslagern. In Schottland predigt vor allem der protestantische Fanatiker John Knox den Hass auf die Katholiken und auf Maria Stuart, die an ihrem Glauben festhält. Auch in der schottischen Bevölkerung, Freiheit liebend und in ihrer Mehrheit katholisch und gegen England gerichtet, gewinnt der neue Glaube seine Anhänger. Wieder Blutvergießen im Namen Gottes. Der von England mit Geld und Waffen angestachelte Glaubenskrieg entzweit nun immer mehr die Schotten selbst. Um dem Blutvergießen ein Ende zu machen, muss Schottland 1560 den Protestantismus zur Staatsreligion erklären. Der Friedensvertrag mit England setzt noch ein Diktat. Maria Stuart darf nie wieder behaupten, sie gehöre auf den Thron in London. Die schottische Königin ist nach wie vor im französischen Exil und scheinbar unbeteiligt. Auch den Friedensvertrag negiert sie. Notre-Dame, Paris, 24. April 1558. In der schottischen Heimat tobt noch der Krieg. Da feiert die 16-jährige Maria Hochzeit mit dem Dauphin, wie geplant. Tout Paris jubelt ihr zu. Aber eine Kleinigkeit stört. Die Braut trägt weiß.
In Frankreich die Farbe der Trauer. Es ist wie eine böse Vorahnung. Ein Jahr später wird ihr Ehemann zum König gekrönt. Maria herrscht jetzt auch über die Franzosen. Und wieder ein Jahr später ist sie bereits Witwe. Der immer kränkliche Franz ist gestorben, im zarten Alter von 17. Sie ist ohne Mann und sie ist ohne Macht. Was hält Maria jetzt noch in Frankreich? Sie muss zurück in die Heimat. Doch sie geht voller Zwiespalt. Sie schreibt Gedichte, die später zu Liedern werden. Leb wohl, du schöne Zeit. Böse Vorahnungen beunruhigen sie. Falls ich durch ein Unglück in England landen muss, bin ich Königin Elisabeth ausgeliefert. Wenn sie grausam ist, kann sie mich töten. Vielleicht für mich das Beste, aber Gott wird entscheiden. 20. August 1561. Über der schottischen Hafenstadt Leith liegt dichter Nebel. In der Morgendämmerung geht das königliche Schiff unbemerkt vor Anker. Niemand hat so früh mit dem berühmten Passagier gerechnet. Nach 13 Jahren in der Fremde ist Maria Stuart, die schottische Königin, zurück in ihre Heimat. Nasskalte, dunkle Stimmung schon an ihrem ersten Tag. Das bringt Unglück, wird gemunkelt. Edinburgh liegt noch im Halbschlaf, als die Königin die Hauptstadt erreicht. Erst eine Woche später, am 2. September, gibt es ein großes Begrüßungsspektakel auf der Straße von der Burg zur Altstadt. Noch heute Royal Mile genannt. Das Volk jubelt. Noch. Seine Königin ist jung und schön. Wer kann ahnen, dass hier eine Zeitbombe tickt? Maria bezieht ihre Gemächer im königlichen Palast Holyrood. Jetzt will sie regieren. Sie schreibt nach England, gemahnt die Cousine Königin Elisabeth an ihren Anspruch auf den englischen Thron. Trotz des Vertrages, der das strikt verbietet. Und wenn schon nicht sie selbst, so formuliert sie geschickt, dann sollen spätestens ihre Kinder über England herrschen. Elisabeth ist empört. Wie kann man von mir verlangen, dass ich mir schon vor meinem Tode mein Leichentuch vor Augen halte? Fürsten können ihre eigenen Kinder nicht lieben, die ihre Krone erben sollen. Wie sollte ich da meine Cousine lieben, wenn ich sie zu meiner Nachfolgerin erkläre? Hinzu kommt weibliche Eifersucht. Elisabeth gilt als vertrocknete Jungfer. Maria Stuart aber ist schön und von Verehrern umschwärmt. Um die Schottenqueen entsteht ein Mythos. Die schöne, emanzipierte Frau. Und sie weiß, den Mythos einzusetzen. Maria aber fehlen dringend politische Freunde im eigenen Land, das innerlich zerrissen ist. In Schottland haben Clans das Sagen, große Familiendynastien, geführt von Oberhäuptern, die selbstsüchtig um ihre Besitztümer rivalisieren. Ihre Castles sind abweisende Festungen. Schottische Lords sind keine